Herzlich willkommen zu einer weiteren Special-Folge von Emergency. Ich starte einfach mal ein freies Spiel in München, ein Endlosspiel. Ja, ich habe ein bisschen mit Abstürzen zu kämpfen bei dem Spiel. Seit dem Patch 2.1.1, der im Juli, glaube ich, rauskam, stürzt mir das Spiel regelmäßig ab. Ich hoffe mal, ich kann hier noch einige Let's Plays aufnehmen, trotz alledem. Ja, schauen wir einfach mal. Die erste Mission. Notruf. Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Alles klar. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen da sende Sie ich doch direkt einen Rettungshelikopter. Alles klar. Ich habe mir auch die Tastenkürzel mal etwas angeguckt. Also ich kann hier mit der Ende-Taste direkt hinspringen zum ersten Auftrag, der hier oben steht. Das macht das Ganze etwas einfacher, als hier immer auf der Minimap hin und her zu springen. So, es geht erstmal ruhig los. Ein Auftrag. Ich bin gespannt, wie schnell das hier voranschreitet. Dann wird es wieder stressig. Der Heli ist unterwegs. Ich scroll schon mal raus. Das Fenster mache ich mal zu. Erwarte Befehle. So, einmal landen bitte. Wird erledigt. Aussteigen. Zu Befehl. Und den Notarzt Fabian Hartmann. Habe ich auch schon das ein oder andere Mal gelesen, den Namen. Bin bereit. Schicke ich direkt zum Versorgen. Zu Befehl. Also ihr mit der Trage, ihr könnt euch schon mal auf den Weg machen. Seid ihr auch nicht die schnellsten. Ist in Arbeit. Ich hatte vorhin gesehen, es wird wohl wieder ein bisschen was für Emergency geben im Oktober. Auch das werde ich zeigen. Ja, das mit dem Verkehr ist natürlich wieder hier. Okay, hat sich von alleine erledigt. Er geht einfach weiter. Auch nicht schlecht. Verstanden. So, dann könnt ihr wieder einsteigen. Das sind mir die liebsten Aufträge, die ganz einfach sind. Ja, jetzt hier die Polizei noch zu holen, die vorher absperrt oder was. Ach, das ist... Guck mal. Schaut mal, bis der Polizeieinsatzwagen hier ist, bis ich das denn abgesperrt habe. Die Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Stellen Sie Ihren Zustand fest. Das dauert alles viel zu lange. Wenn nötig, transportieren Sie sie ab. Alles klar. Brauche ich denn mal einen Hubschrauber? Was gibt's? Den kann ich ja direkt dorthin schicken. Jawohl. Wenn er schon mal da ist. So, die Person, ja, hält sich den Kopf fest, ist eine Frau, nichts gegen Frauen, aber vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen. Oh, der hat sich hier, oh nein, der hat sich angesteckt, er hält sich jetzt auch den Kopf. Ah, da muss ich jetzt ein bisschen die Daumen drücken, dass jetzt nicht noch mehr Passanten hier entlang gehen. Oh, jetzt habe ich schon zwei zum Versorgen. In Ordnung. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Jawohl. Gucken wir mal. Alles klar. Ich hoffe, er versorgt sie zuerst. Die mit der Trage. Ja, ich glaube, die werde ich nicht benötigen. Hoffe ich jedenfalls, weil ich habe jetzt nur, ich kann nur einen abtransportieren. Sonst müsste ich noch ein RTW holen. So, sie wird versorgt. Es staut sich. Vielleicht, wenn ich sie ein bisschen wegziehe. Okay. Dann reguliert. Ah, er will rechts abbiegen. Alles klar. Gut. Ja, er bleibt jetzt auch hier stehen. Ah, doch nicht. Er hat sich anders entschieden. Oh. Normalerweise bleiben die dann einfach da stehen, bis der Hubschrauber dann weg ist. Ach, sehr schön. So, sie ist versorgt.
Löschen Gut, Sie sie alle geht Brände. Weiter. Wenn nötig, Sehr versorgen schön. Sie alle Opfer der Brände und transportieren So, sie hier brennt Fahrzeuge es irgendwo. Ab. Ich höre es knistern. Wo ist es denn? Ah, Gebäudebrand. Tanklöschfahrzeug. Verstanden. Ich hoffe, ein Fahrzeug reicht. Das ist nicht so weit weg. Ah, es hat sich wieder eine angesteckt. Oh nein, das gibt's doch gar nicht. Da kommt schon der nächste. Ah, nein, das muss schneller gehen hier. Sonst muss ich gleich noch einen Notarzt holen. So, gleich den nächsten versorgen. Du bleib mal weg da hinten. Weg. Erwarte Befehle. Weg. Nein, nicht anstecken. Geh weg. Genau, sehr schön. So, mal eben den Balken beobachten. Okay. War noch nicht so weit unten. Den Brand Gut, eben beobachten. Gebäudebrand. Ursache unbekannt. Brennt nur das es Gebäude. Noch Personen okay. Im Gebäude. Retten Sie sich. Gut, wieder ein Personenbrand. Erstmal ein Wenn nötig, versorgen Sie Tanklöschfahrzeug. Und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge Alles klar. zum Löschen. Dann brauche ich noch so ein Drehleiterfahrzeug. Das okay. ordere ich erstmal hierher. Weil da seht ihr es, da ist jemand auf dem Balkon. Den muss ich retten. So, das Gebäude wird gelöscht. Das Feuer scheint auch nicht übergegriffen zu sein. Ja, Gebäude löschen kann manchmal richtig lange dauern. Der Hubschrauber kann weg. Ihr könnt wieder einsteigen. So, mal sehen. Achtung, eine Person befindet sich auf dem Balkon des brennenden Gebäudes in ja, Gefahr. Ja, okay, Wir sollten ich weiß. So schnell wie möglich das Drehleiterfahrzeug einsetzen, um sie in Sicherheit zu bringen. Okay, kann ich die Feuerwehr, das Tanklöschfahrzeug vielleicht hier noch herordern? Kein Problem. Falls das Feuer übergreift. Wird gemacht. Ah, sieht aber nicht so aus. Höre. So, die zu Person Befehl. Retten. Ich zoome auch näher ran. Haben einige in den Kommentaren gewünscht, das mache ich dann noch gerne, dass man ein bisschen mehr sieht. So, zack, so schnell geht das. Ah, Mist. So, ich habe da ja noch meinen Hubschrauber irgendwo stehen. Was gibt's? Wird gemacht. Notruf. Gebäude. Was gibt's? Ursache. In Ordnung. Es brennt schon wieder. Was ist denn hier los? Retten Sie sie. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Okay, hier sind Gebäude gefangen. Das heißt, ich brauche hier meinen Rüstwagen. Sofort. Damit die Feuerwehrmänner mit ihren Äxten hier die Türen einschlagen können. Da kommt der Hubschrauber für den Verletzten. Dann kann ich die Drehleiter eigentlich erstmal wieder wegbringen. Oh, ob das gut geht. Ah! Oh, das war knapp. Sofort. So, der Arzt versorgt erstmal den Verletzten. Dann kann das Tanklöschfahrzeug auch wieder weg. Was gibt's? Zu Befehl. Alles klar. Sehr schön. Schauen wir mal hier. Feuerwehr ist schon eingetroffen. Mein Rüstwagen auch. Oh, das ging schnell. Kein Problem. Dann schnappe ich mir mal. Brandausbruch. Oh Mann, jetzt ist aber. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. So, schnapp dir schnell die Axt. Komm. So, Verstand. Rechtsklick auf das Gebäude, dann werden die Türen eingeschlagen. Müssen wir mal eben gucken. Das ist die Mission. Hier brennt auch noch was. Schicke ich hier mein. Tanklöschfahrzeug hin. Alles klar. Ist das hier Schnee? Und hier brennt es? Okay. Gut, der ist versorgt. Ja. Der ja. Dr. Fabian Hartmann immer noch. Kann wieder einsteigen. Den nehmen wir mit. Der darf umsonst mitfliegen. So, rein Alles mit dir. Klar. Das ist gut. Das Gebäude ist
gelöscht. Feuerwehrmann, hast du jetzt die Leute rausgeholt? Nein. Was gibt's? So, die Feuerwehrmänner, die ich nicht benötige, natürlich auch wieder gleich einsteigen lassen. Unten rechts, hier sehen wir das. Sonst vergesse ich das nachher wieder. Und stehen die einfach so rum. Gut. Jetzt habe ich nur noch die Mission. Hier brennt es. Der Wagen ist unterwegs. Alles klar, die Leute sind befreit. Dann darfst auch du wieder einsteigen. Erwarte Befehle. Und dann ab zum Hauptquartier. Zu Befehl. Ach, unten links auf der Karte sehe ich das jetzt erst. Das ist ziemlich weit in den Bergen oben. Ah, das ist natürlich doof. Da braucht der so lange hin. Wo ist mein Hauptquartier? Hier ist es. Da kann ich vielleicht schon mal diesen kleinen Trick anwenden. Mit meinem Löschflugzeug-Kommandofahrzeug. Wird erledigt. Dass ich hier platziere, einfach vor meinem Hauptquartier. Und dann habe ich immer hier den Zugriff auf das Flugzeug. Ich glaube, das setze ich jetzt auch hier mal rein. Bin dabei. In Ordnung. So. Unterstützt mich natürlich beim Löschen gleich. Unten links sehen wir es, es kommt immer von unten rechts. Aus der Kartenansicht heraus. Da ist es schon. Ja. Zack. Fertig. Wird gemacht. So schnell kann das gehen. Man muss nur wissen, wie. Notruf. Oh. Brandausbruch in alles einem klar. Ursache unbekannt. Brennt ein Müllbehälter. Mein alle Brände. Flugzeug habe ich jetzt natürlich nicht zur Verfügung. Ist in Arbeit. Jawohl. Es dauert auch, ich weiß nicht, wie lange da dieser Cooldown ist. 2 Minuten. Könnte es sein. Deswegen muss ich jetzt doch ein Tanklöschfahrzeug hier rufen. Das andere ist noch unterwegs, hier sehen wir es. Hier sehen wir die Dauer des Cooldowns. Ja, muss ich auf mein Tanklöschfahrzeug hoffen. Was haben wir hier? Ein Windrad? Ja, okay. Ah, die Grafik ist eigentlich doch ganz okay. Ich habe die höchsten Einstellungen. Sieht ganz nett aus. Mal sehen, der Brand weitet sich schon aus. Puh. Hol ich noch ein Fahrzeug, vorsichtshalber. Na, das andere ist schon gleich da. Hier vorne müsste es irgendwo kommen. Da ist es. Ich hoffe, das Spiel hält durch und stürzt nicht ab. Nicht wundern, wenn ich auf einmal weg bin. Achtung, in einem Gebäude hat sich eine Gasexplosion ereignet. Oh, okay. Löschen Sie alle Brände. Das Löschflugzeug hat Wasser aufgenommen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Ja, okay, mein Löschflugzeug ist bereit. Kein Problem. Aber dennoch lösche ich mal hier mit meinen Tanklöschfahrzeugen. Verstanden. Ab zu meinem Hauptquartier. Da wähle ich mein Kommandofahrzeug aus. So, das platziere ich dann mal. Verstanden. Einfach so hier drauf. Ihr seht hier diesen Radius, da darf sich jetzt keine Person drin befinden, sonst werden die von dem Wasser ja erschlagen, sage ich mal. Bin bereit. Du kannst zurück zum Hauptquartier. Na, wo fährst du denn lang? Okay, von der Seite auch gut. Hauptsache, es wird gelöscht. Das Flugzeug kommt jetzt. Da sehen wir es. Ah, die Animation war auch schon mal besser. Ja. Gut, Mission geschafft. Jawohl. Tanklöschfahrzeuge zurück zum Hauptquartier. Achtung, Notfallmeldung. So, jetzt habe ich schnell die Pause gedrückt. Ah, war eine Sekunde zu spät. Da
kommt nämlich schon die nächste Mission. Transportieren Sie alle beschädigten Fahrzeuge. Ich wollte nämlich hier einen kleinen Cut machen. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Freut euch auf noch ein paar Special-Folgen Emergency 2016. Macht's gut, euer Major Skippy.